Glatteis hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der Nacht zum Samstag zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Bei Rommersheim in der Eifel kam ein spanischer Sattelzug von der Straße ab, der Fahrer wurde schwer verletzt. Andere Unfälle in der Region verliefen glimpflicher. Es blieb meist bei Blechschäden. 5 Menschen erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Auf den Straßen in der Region Trier hat es in der Nacht mehrere Unfälle wegen Glatteis gegeben. Nach Polizeiangaben wurden hierbei 2 Menschen schwer und 3 leicht verletzt. Der schwerste Unfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr auf der B51 bei Rommersheim in der Eifel. Hier kam ein mit Milchprodukten beladener Sattelzug in einer Kurve von der vereisten Fahrbahn ab, durchbrach eine Mauer und die Leitplanken und stürzte etwa 10 Meter tief in eine Böschung. Fahrer und Beifahrer konnten sich schwer verletzt aus dem Führerhaus befreien und kamen in ein Krankenhaus. Der Sturz war so heftig, dass der Tank abriss und der Inhalt ins Freie lief. Die Feuerwehr sicherte den 40-Tonner ab und streute die Fahrbahn mit Bindemittel aus. Auch die Rettungskräfte hatten starke Probleme aufgrund des Eisregens. Die Einsatzstelle wurde großflächig mit Salz abgestreut. Ein Feuerwehrmann stürzte hierbei schwer und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B51, B410 Überleitung in Richtung Köln war für die Dauer voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Prüm, Niederprüm, Weinsheim und Gerolstein. Ferner das DRK mit 3 Rettungswagen und Notarzt sowie die Polizei. Den Sachschaden an Zugmaschine, Auflieger und Ladung schätzen die Polizeibeamten auf rund 200.000 Euro. In Rheinland-Pfalz seien mehr als 100 Unfälle registriert worden, teilte das Polizeilagezentrum in Mainz am Samstag mit. Im Saarland registrierte die Polizei mehr als 20 Glatteisunfälle. Insgesamt wurden 9 Menschen verletzt, 8 von ihnen waren Fußgänger. Der Deutsche Wetterdienst hob für beide Länder die Warnungen vor Glatteis wieder auf. Blitzeis und Schnee haben bundesweit zu hunderten Unfällen geführt. Erhebliche Probleme gab es seit dem späten Abend, vor allem im Südwesten und Osten. Dutzende Menschen wurden verletzt, die meisten nur leicht. Vielerorts in Deutschland wurden nach Unfällen Autobahnen zeitweise gesperrt. Mit Kranwagen wurden umgekippte oder in Böschung gerutschte Lastwagen geborgen. In Stuttgart wurde ein Auto aus dem Neckar geholt. Im Zugverkehr gab es dagegen nach Angaben der Deutschen Bahn zunächst keine Probleme.